Ich begrüße euch, meine Lieben, zum Spontan-Orakel. Wir haben Mittwoch, Bergfest, und wir schauen mal rein, welches Krafttier uns an diesem Tag oder in der näheren Zukunft begleitet. Und zwar kommt diese Überschriftskarte aus dem Deck der Krafttierkarten von Stephen D. Farmer. Des Weiteren gestaltet sich die Legung heute wieder einmal mit dem Skat-Deck, mit den wunderbaren zwei Jokern. Wir schauen, ob diese sich heute zeigen wollen. Und zu guter Letzt werde ich noch zwei Karten aus dem Sacred Forest Orakel-Deck von Denise Linder zuziehen. Und jetzt schauen wir, welches Krafttier begleitet euch am heutigen Tag oder wie erwähnt in der Zukunft. Da haben wir die Karte Rabe mit der Überschrift Magie. Steh zu deinen Fähigkeiten. Ja, verstecke deine Fähigkeiten nicht oder halte damit nicht hinter dem Berg. Vielleicht aus einer Angst heraus, dass man sich amüsiert und sagt, was ist denn das? Was hast du denn da wieder dir in den Kopf gesetzt? Nein, lass dich nicht von anderen Menschen klein machen. Steh zu deinen eigenen Fähigkeiten. Verteidige sie und zeige den Menschen um dich herum, dass du durchaus in der Lage bist, deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und wenn deine Fähigkeiten mit der Magie, mit der Spiritualität zu tun haben, steh dazu. Verteidige deine Fähigkeiten und vor allen Dingen zeige sie. Zeige deine Fähigkeiten. Zeige, dass du durchaus in der Lage bist, diese zu äußern und auch zu erklären. Das ist auch ein großes Plus. Es nützt nichts, das Gefühl einer Spiritualität in sich zu fühlen, aber das nicht nach außen tragen können. Wichtig ist, in dem Moment, wo du zu deinen Fähigkeiten stehst, wirklich allen Zweiflern die Stirn zu bieten. Darum geht es jetzt hier. Und jetzt schaue ich mal, was schickt, welche Karte zeigt sich denn hier als erstes im Skat-Deck? Nein, ich möchte bitte nur eine Karte zum Anfang haben. Eine Karte hätte ich gerne. Und da haben wir sie. Wow! Wir beginnen diese Legung mit der Karo 10. Die Karo 10 spricht für einen größeren Geldbetrag. Hier liegt ein größerer Geldbetrag und der liegt direkt bei euch schon nebenan. Das heißt, hier kann man mitrechnen, dass hier ein größerer Geldbetrag auf dem Weg ist. Vielleicht auch im Zusammenhang bei dem einen oder anderen, das wird vielleicht nur eine Minderheit betreffen, geht es hier um ein Vermächtnis. Das sieht hier aus, als wenn es sich hier um eine Erbschaft handelt, mit finanziellem Hintergrund. Also, als wenn es hier ein finanzielles Erbe gibt, was hier auf euch wartet, was aber auch ja, mit Problemen belastet ist. Also, hier gibt es Auseinandersetzungen diesbezüglich. Weil das Ganze wird natürlich auch zu Veränderungen führen, zu Veränderungen beitragen. Und das ist etwas, wo man vielleicht im Umfeld ja, diskutieren muss, diskussionsbereit sein muss, weil es wird von der Umgebung nicht stillschweigend akzeptiert. Wir sehen also hier so diesen Unmut, der sich zeigt, weil dieses größere Geld, also dieser größere Geldbetrag
hier eine tragende Rolle für dich als Fragesteller darstellt. Und für dich würde dieses größere Geld eine positive Veränderung bedeuten. Es würde dir weiterhelfen, vielleicht auch weiterhelfen, deine Fähigkeiten zu zeigen. Auf jeden Fall würde dich dieser größere Geldbetrag zur Freude bringen, zur Freude verhelfen. Du könntest sorgenfreier nach vorne schauen. Du könntest relaxter in die Zukunft gehen. Du könntest dir den einen oder anderen Wunsch erfüllen. Vielleicht auch mit diesem Geldbetrag zu deinen Fähigkeiten stehen. Aber bis es soweit ist, gibt es auch noch ein paar Tränen. Das heißt, das, was sich hier dir in den Weg stellt, wird nicht einfach sein. Es wird vielleicht zu herben Auseinandersetzungen kommen. Hier liegen ganz viel noch Unannehmlichkeiten drauf, auf diesem Geld. Das heißt, man sieht, dass es hier auch Tränen und Ärger gibt um diesen Geldbetrag. Hier fühlt sich einer in deinem Umfeld übergangen. Hier fühlt sich einer zurückgesetzt. Und das wird mit Sicherheit bei vielen sogar zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führen. Aber du solltest trotzdem nach vorne schauen, weil du hast die Herzlichkeit an deiner Seite. Das heißt, hier gibt es auch wiederum Menschen, die dich unterstützen, die dir Mut machen und die sagen, komm, lass es doch, geh ruhig diesen Weg. Wenn es gefordert wird, geh diesen Weg. Aber vertraue darauf, auch wenn es jetzt beschwerlich wird, vertraue darauf, dass es sich doch noch in deine Richtung zum Guten wenden kann. Erkenne an, dass es trotzdem wieder aufwärts geht. Auch wenn es momentan im ersten Moment ja die Freude mindert. Das heißt, du erfährst, dass dieser Geldbetrag hier auf dich wartet, aber du siehst dich andererseits auch diesen ganzen Auseinandersetzungen gegenüber. Und das wird gar nicht mehr so lange auf sich warten. Das Ganze wird sich hier innerhalb der nächsten 8 Tage, 8 Wochen ereignen. Und wie gesagt, es bringt erstmal ganz, ganz viel Unruhe mit sich. Also deine Freude, die wird einfach gedämmt. Die Freude wird gedämmt und gehemmt durch diese Auseinandersetzungen. Aber, und darauf habe ich gehofft und gewartet, egal was hier an Disputen, an Auseinandersetzungen noch kommen mag, schau nach vorne. Bleib optimistisch. Lass dich nicht runterziehen. Steh auch in dem Fall zu deinen Fähigkeiten. Steh zu deinen Fähigkeiten, nämlich nach vorne zu schauen, aufrecht weiterzugehen und zu sagen, sinnbildlich, wie man es auch ausdrücken will, ihr könnt mich alle mal. Ich gehe jetzt meinen Weg. Ich, auf mich wartet hier dieser wunderbare Geldzuwachs. Und ich lasse mir den von euch nicht vermiesen. Ich lasse mir diese Freude nicht nehmen. Und da kann sich, genau da kann sich auch eine gewisse Magie zeigen. Nämlich die Magie, sich darüber hinwegzusetzen. Die Magie, anderen in die Augen zu schauen und zu sagen, was willst du eigentlich? Was willst du von mir? Ich bin derjenige, der hier diesen größeren Geldbetrag zugewiesen bekommen hat. Ich habe nicht darum gebeten. Er kommt auf mich zu. Egal in welcher Form. Ob er nun wirklich von einer älteren Person an dich weitergegeben wird oder aber ob das Universum, das Schicksal diesen größeren Geldbetrag
für dich vorgesehen hat. Sei es durch einen Gewinn, durch irgendeinen besonderen Umstand. Es ist dir bestimmt und das wäre auch Magie. Das wäre dann auch Magie, dass man sagen kann, es ist egal, in welcher Art und Weise das Ganze hier auf dem Weg zu dir ist. Es steht dir zu. Und du hast hier auch, wie gesagt, andererseits Menschen an deiner Seite, die es dir von Herzen gönnen. Hier sind zwei Damen, die dir zur Seite stehen, eine ältere, eine jüngere, die dich unterstützen, die bereit sind, dir weiterzuhelfen und die dir voll und ganz das ganze Glück von Herzen und ehrlich wünschen. Und das ist auch ein Geschenk zu wissen, dass es Menschen in deiner Umgebung gibt, die dir wohlgesonnen sind. Und hier ist noch was ganz Interessantes gefallen. Alles, was dich hier belastet hat, wir haben hier mit dem Pik-König, das stellt immer so ein bisschen eine Arztperson, Gesundheit und so weiter dar. Ihr wisst, im Kartenlegen, also ich zumindest mache keine spezifischen gesundheitlichen Aussagen. Hier sehe ich das als ja, symbolisch, dass man sagt, es hat einen krank gemacht. Es hat dich krank gemacht, dass du vielleicht finanziell eingeschränkt warst, dass du einfach viele Tränen auch vergossen hast, weil du finanziell vielleicht manchmal gar nicht weiter wusstest. Weil es einfach Situationen gab, wo du an so einem Punkt warst und gesagt hast, ich weiß nicht mehr, wie ich das alles stemmen soll. Dieses symbolische Kranksein oder krank gewesen sein, das löst sich auf. Denn hier zeigt sich der zweite Joker. Und dieser zweite Joker unterstützt genau alles, was ich eben gesagt habe. Nämlich, das ist im Grunde genommen deine eigene Magie. Deine eigene Magie schafft es, dich aus all diesen Schwierigkeiten, aus dieser Hoffnungslosigkeit rauszuholen. Es sind hier diese Nachrichten, die dich ja erstmal, wie gesagt, erfreuen werden, aber du wirst dich dem Ganzen stellen müssen. Du wirst dieser Auseinandersetzung nicht aus dem Weg gehen können. Aber das ist gar nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Du hast zwei Glücksjoker an deiner Seite. Du hast die Unterstützung, dass alles gut enden wird. Und du hast mit dem Kreuz Ass die Karte des Erfolges. Das heißt, hier entwickelt sich alles, auch mit diesem Glücksbuben, ins Positive. Und für viele, und das ist noch sehr interessant, vielleicht für den einen oder anderen von euch, für viele zeigt sich entweder eine längere Reise oder aber ein Umzug in ein etwas weiteres Gebiet deines jetzigen Wohnortes. Das müsst ihr jetzt zuordnen und sehen, was da auf euch zutrifft. Ich denke, es ist keine Legung, wo man mit Angst oder Unsicherheit rangehen muss. Man sollte es wirklich einfach auf sich zukommen lassen. Und nutze wirklich deine eigene Magie. Steh zu deinen Fähigkeiten. Steh auch dazu zu sagen, was wollt ihr? Es steht mir zu. Ich habe es verdient. Ich habe es verdient. Vielleicht, wie schon gesagt, weil es das Universum gut mit mir meint oder eine irdische Person. Das Sacred Forest schickt als erstes die wunderschöne Karte Hüter des Frühlings. Das heißt Erwachen. Ja, auch das spricht dafür. Erwache. Erwache und stehe zu all dem, was hier auf dich zukommt.
Stehe zu deiner eigenen Kraft. Da sind wir auch wieder. Stehe zu deinen Fähigkeiten. Und mit der Karte Feuergeist ist deutlich dargestellt, dass du genügend Energie und Kraft hast. Du hast genügend Energie und Kraft. Also nutze es. Nutze es. Und das Büchlein sagt dazu, bei dem Hüter des Frühlings, mache dich bereit, denn große Veränderungen stehen bevor. Da haben wir es wieder bestätigt. Große Veränderungen. Dinge, die allmählich herangereift sind, erwachen jetzt zum Leben. Wage etwas, bleibe in Bewegung. Bereite dich auf eine Zeit tiefgreifender Transformationen und somit des Umbruchs, der Schwankungen und der Erneuerung vor. Das Endergebnis wird herrlich sein. Besser kann man das, was hier im Kartenbild zu sehen war, gar nicht unterstreichen. Und der Feuergeist sagt, Vitalität, Lebensenergie und Leidenschaft unglaublichen Ausmaßes werden dich erfüllen. Sollte sich in dir das Gefühl breit machen, dass dich die Erwartungshaltungen anderer auslaugen, so zögere nicht, dein inneres Feuer zu entfachen. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Lass dich nicht klein machen. Stehe dahinter und sage, es steht mir zu, ich habe es mir verdient. Steh zu deinen Fähigkeiten, dich zu wehren. Sei wahrhaftig und offenbare das dich durchfließende Licht des Schöpfers. Wir sehen also, dass auch diese Karten aus dem Sacred Forest genau das widerspiegeln, was hier in dem Kartenblatt deutlich zu sehen war. Also, egal was jetzt hier in der nächsten Zeit auf euch zukommen wird, nehmt es an. Geht den Weg, der vielleicht auch mit Stolpersteinen behaftet ist, aber am Ende seid ihr die Sieger. Ihr habt zwei Glücksjoker. Ihr geht siegesvoll und siegessicher aus allen Schwierigkeiten raus. Vertraut euch selbst. In diesem Sinne, alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal.